Willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe jetzt mal eine längere Zeit keine Videos gemacht. Ich entschuldige mich, aber ich fange jetzt dafür natürlich mit ganz frischem Elan wieder an. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich solche Effekte auf meinem Desktop mache, wie ja, jetzt gerade eben auch schon gezeigt, mit meinem Cube, wie ich das hinbekomme oder wie ich das hinbekomme, dass ich hier einfach solche Wassereffekte hier einfüge oder eben einfach mal auch auf was hinweisen möchte, indem ich einfach hier mal auch was reinzeichne oder auch das hier wegnehme. Ich möchte auch zeigen, wie ich so einen Regen dann auch mal starte und ja auch mal in etwas reinzoome, rauszoome, wie das geht. Ich kann hier auch so ein Scheibenwischer-Effekt. Das seht ihr auch jetzt gleich, wie das funktioniert. Ich kann diesen Scheibenwischer-Effekt natürlich wieder mit der Tastenkombination wegmachen. Ich kann den Regen beenden. Und dann kann ich wieder, wie gewöhnt, hier auch ja, auf meine Desktops gehen. Diese vielen Möglichkeiten, wie die funktionieren, wie wir das hinbekommen, das zeige ich euch. Dazu muss ich einfach mal hier hoch zu meinem System. Ihr geht hier auf den Dash-Startseite, gibt hier einfach mal ja, Systemeinstellungen. Systemeinstellungen. Und wir legen als erstes einen neuen User an. Das machen wir hier unten. Und ja, wir entsperren das jetzt mal. Ich gebe mein Passwort ein. Und mache hier Kontotyp Standard, Systemverwalter in dem Fall. Nehmen wir mal YouTube Test. Und wir erstellen hier praktisch den YouTube-Test. Tun auch hier gleich automatisch anmelden. Konto ist deaktiviert. Wir geben hier ein Passwort ein, das nicht so schwer ist. So. Müsste, glaube ich, reichen. Wir lassen uns sogar das Passwort anzeigen, ist ja nur ein Test-User. So, und ja, wir haben hier einen neuen User unter Linux angelegt, das ist toll. Und jetzt können wir uns auch ummelden. Das machen wir hier, indem wir sagen, abmelden. So, und jetzt können wir hier unter YouTube Test User tippen wir einfach unser vorhin eingegebenes Passwort ein, bestätigen das und so kommen wir dann auf die Oberfläche von unserem neuen User. Und jetzt können wir anfangen, die Oberfläche anzupassen. Das erste, was ich mache, ist einfach diese linke Leiste kleiner zu gestalten. Dazu gehe ich mit der rechten Maustaste hier irgendwo auf eine freie Fläche, Hintergrundschreibtisch und verkleinere die Symbole auf dieser Seite hier. Und wenn ich dann auch nicht möchte, dass dieses hier die ganze Zeit angezeigt wird, kann ich hier in den zweiten Reiter Verhalten, kann ich sagen, den Starter automatisch ausblenden. Mache ich an. Und bestätige das mit den Einstellungen, kann ich hier noch ein bisschen rumspielen, rumprobieren. Ich behalte es mal so, wie es voreingestellt ist und drücke hier weg. Und somit habe ich meine ganze Arbeitsfläche immer für mich. Kann hingehen, kann wieder raus, hin, raus.
So, was wir jetzt brauchen, ist unter Ubuntu Software Center das Paket Compiz. Ich habe es hier schon installiert. Ich zeige es euch noch einmal, wie ihr es machen müsst. Hier Compiz. Und genau dieses hier müsst ihr bei euch installieren. Nachdem ihr es hier installiert habt, wird es euch hier im Starter gezeigt. Ich werde jetzt hier Compiz einfach mal auswählen und kommen dann, ja, diese Warnung wollen wir nicht mehr angezeigt bekommen, sagen wir okay. So, und jetzt haben wir hier unser Fenster und hier sind die wichtigsten Einstellungen hinterlegt. Zuerst gehen wir auf Allgemein, gehen auf Desktop Größe. Wir haben hier 2x2 Anzahl Desktops, machen wir auf jeden Fall mal 4 und gehen hier wieder zurück, scrollen nach unten und haben hier unseren Desktop-Würfel. Den Desktop wollen deaktivieren. Das dauert jetzt ein bisschen. Na? Jetzt hat das genommen. So. Ein Fehler senden. Nein. Beistand. So. Und hier haben wir den Würfel drehen, da wir wollen ja auch den Würfel drehen. Wir machen hier beim. Erstmal machen wir hier einen Wert, der circa 1000 hat. Die Geschwindigkeit und die Beschleunigung, die nehmen wir mal runter, damit es schöner aussieht, damit man auch sieht, dass sich hier was dreht. Hier können wir auch schön auf. Ihr könnt gerne meine Werte hier übernehmen. Sind natürlich keine Musswerte, das ist alles euch überlassen, wie es euch am besten gefällt. Ich finde das so nicht schlecht. So, und dann Würfel drehen aktivieren, können wir auch hier aktivieren und wir gehen zurück. So, wenn wir jetzt nicht viel falsch gemacht haben, müsste das schon gehen, aber wie ihr sehen könnt, habe ich da was falsch gemacht. Da gehen wir wieder auf allgemeine Optionen. Desktop-Größe und machen hier auch 4 draus. Und jetzt denke ich mal, müsste das geklappt haben. Ja, wunderschön, wie ihr sehen könnt. So, jetzt brauchen wir nochmal unter Desktop-Würfel Verhalten. Unter Erscheinung habe ich hier den SkyDome. Den klicke ich mal an. Und jetzt kann ich als Hintergrund ein Bild anwählen. So, leider habe ich jetzt hier keins. Müsste ich vielleicht aus dem Internet was runterladen. Auf jeden Fall könnt ihr mit dieser Option und hier angehakt, könnt ihr, wenn ihr euer Cube dreht, so wie ihr es jetzt hier aussehen könnt, habt ihr hinten eine erscheinende Farbe. Ihr könnt da auch ein beliebiges Wallpaper von euch nehmen, das ist euch überlassen. Wir haben somit hier zusammen den Cube schon mal eingestellt und jetzt geht's an die Kleinigkeiten und zwar möchten wir, na, wenn das jetzt alles gut läuft, dann habe ich hier noch mal was. Genau, und jetzt möchte ich hier noch, ja, das Wasserverhalten, die wackeligen Fenster. Die wackeligen Fenster machen wir unter Effekte. Wir machen hier und sagen Snapping Windows deaktivieren. Und jetzt wackeln unsere Fenster schon. Hier auch noch ein Wassereffekt. Da klicke ich mal drauf, gehe hier rein und wir sehen auch schon, wie wir es initiieren können mit der Shift-Taste und 9. Den Scheibenwischer können wir, Effekt können wir auch mit Shift 8, Shift und F8. Und wir tun es gleich mal testen. Ja, manchmal braucht es einfach einen Neustart. Ihr braucht euch da nicht wundern. Ich werde dann nachher den Rechner nochmal neu starten. Dann haben wir diesen Effekt auf jeden Fall. So, dann gehen wir nochmal zurück. Und jetzt haben wir hier unter Sonstiges auf dem Bildschirm Zeichnen.
Das klicken wir auch nochmal an und sehen hier, mit welchen Tastenkombinationen, die wir uns eigentlich auch noch individuell anpassen können, auch die Farbe können wir ändern, können wir eben das Bildschirm zeichnen, aktivieren. Und das habe ich eigentlich schon. Alt, super. Und Button 1. So. Nachdem wir das alles hier aktiviert haben, drückt man hier drauf. Ist aktiviert. Ist auch aktiviert. Starten wir mal ganz schnell den Rechner neu. Und wir werden dann sehen, dass viele Optionen hier übernommen werden. So, jetzt habe ich den Rechner neu gestartet und wir versuchen jetzt gleich mal die Option auf dem Desktop zu zeichnen. Mit der Super-Taste und Alt geht das wunderbar. Mit der Super-Taste und Alt und K wird es wieder gelöscht. Ich werde jetzt auch mal hier meinen Wassereffekt hier, wie vorhin auch schon gezeigt, ausführen. Wir werden auch mal hier einfach probieren, den Regen zu starten. Das funktioniert wunderbar. Gleichzeitig werde ich jetzt meinen Cube mal drehen. Das funktioniert auch wunderbar. Und jetzt mache ich noch den Scheibenwischer ein. Mit Shift und F8. Das funktioniert auch wunderbar. So, ich hoffe, das Video war aufschlussreich. Hat euch gefallen. Ihr könnt es höchstwahrscheinlich auf euren Rechnern umsetzen. Bis zum nächsten Video.